Vor langer, langer Zeit lebte irgendwo im Dschungel ein ziemlich ungewöhnliches Lama. Seht euch das an. Mann, ist das traurig, ha? Tja, ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Lama da war früher mal ein Mensch. Und nicht nur irgendein Mensch. Er war ein König. Ja, mit Reichtum, Macht und geballtem Charisma. Das ist wahr. Und das ist seine Geschichte. Naja, eigentlich meine Geschichte. Genau. Dieses Lama bin ich. Mein Name ist Cusco. König Cusco. Ich war die Liebenswürdigkeit in Person, ehrlich. Und die haben mir einfach so mein Leben zerstört. Ihr glaubt mir nicht? Gut, drehen wir die Uhr ein bisschen zurück. Sagen wir, bis zu der Zeit, als ich noch kein Lama war. Dann werdet ihr schon verstehen. Das ist eine gute Idee. Also, einige Jahre zuvor feierte ein mächtiges Königreich die Geburt seines Thronfolgers. Dieses kleine Baby würde einst König sein. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu weit zurückgedreht. Oh, wie süß, das bin ich als Baby. Das überspringen wir lieber. Hey, du Lama-Besserwisser. Ich bin hier der Erzähler. Du bist das Lama, der König, wie auch immer, verstanden? Also, ich erzähle die Geschichte und du darfst darin mitspielen, alles klar? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, vor langer, langer Zeit lebte ein König. Sein Name war Cusco. Und er war, na gut, jung, gut aussehend und sehr mächtig. Oh yeah! Cusco war auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er wurde von vorne bis hinten bedient. Alle mussten tun, was er befahl. Und er befahl eine ganze Menge. Denn Cusco war selbstsüchtig, verwöhnt und herzlos. Er war ein richtiger Blödmann. Ein absolut unmögliches Ekel. Na gut, Entschuldigung. Zurück zur Geschichte. Also, kurz bevor Cusco 18 Jahre alt wurde, sollte er sich eine Braut aussuchen. Die heiratsfähigen jungen Damen wurden von einem königlichen Diener in den Palast gebracht. Euer Hoheit, Sie wollten sich doch eine Braut aussuchen. Sie ist gebongt. Her mit den Mädels. Was steht heute zur Auswahl? Alle Frauen waren hübsch, elegant und anmutig. Aber unser eingebildeter König wusste dies natürlich nicht zu schätzen. Ungerührt schritt er an ihnen vorüber, betrachtete sie, als wären sie Pferde und überschüttete jede von ihnen mit unhöflichen Kommentaren. Blöde Frisur. Oh nee. Blöd, blöd, blöd. Und lass mich raten, du bist immer wahnsinnig gut drauf. Schließlich wandte sich Cusco an den Diener, der viele Tage, nein Wochen, damit verbracht hatte, die hübschesten Frauen auszuwählen. Sag mal, was Besseres gab's wohl nicht? Nein, ja, ich meine vielleicht... Der arme Mann wusste nicht, was er sagen sollte. Aber was hätte er auch sagen sollen bei einem König, der immer nur an sich selbst dachte? Ja, Cusco war ein herzloser Egoist. Aber Isma, die königliche Ratgeberin, war viel, viel schlimmer. Für Cusco gab es nämlich noch Hoffnung, dass er irgendwann Gefühle empfinden könnte. Aber Isma, sie war nicht nur herzlos, sie war böse. Doch damit nicht genug. Sie hatte auch noch ein geheimnisvolles Labor, tief unten im Burgverlies, in dem sie Zaubertränke und Giftgemische zusammenbraute, genau wie eine Hexe. Und wie jede Hexe wollte Isma Macht. Deshalb führte sie ihre Amtsgespräche am liebsten im Thronsaal durch und am allerliebsten saß sie dabei auf Cuscos Thron. Mit hart funkelnden Augen betrachtete sie einen armen Bauern. Wenn deine Familie leidet, dann bin ich doch nicht daran. Was haben die nochmal? Wärst du kein armer Bauer geworden, würdest du jetzt nicht so blöd dastehen. Genug, ich will ihn nicht mehr sehen. Der Nächste! So, jetzt weißt du, wie hartherzig und böse Isma war. Du weißt aber noch nicht, dass sie immer einen neuen Assistenten hatte. Das diesjährige Modell war groß und kräftig und, naja, nicht sehr hell im Kopf. Sein Name war Kronk und er stand dienstbereit neben dem Thron, als Cusco den Saal betrat. Isma wand sich wie eine Schlange. Der König hatte sie erwischt, wie sie auf seinem Thron saß. Ah! Hallöchen! Euer Hoheit! Ja. Du warst schon wieder dabei. Dabei? Was? Wo? Wie dabei? Meinen Job zu machen. Ich bin Isma plapperte wild drauf los. Sie wusste, sie saß in der Klemme und verzweifelt versuchte sie, den König zu beruhigen.
Doch Cusco hörte ihr gar nicht zu. Er dachte darüber nach, wie sehr er Isma verabscheute. Warum sollte ausgerechnet sie sein erster Ratgeber sein? An diesem Punkt seiner Überlegungen wurde Cusco von einem seiner vielen Diener unterbrochen. Verzeihung, Euer Hoheit, der Dorfsprecher wäre jetzt da. Na endlich, soll reinkommen. Dann wandte sich Cusco an Isma. Ach, übrigens, du bist gefeuert. Gefeuert? Was soll das heißen, gefeuert? Wie soll ich sonst ausdrücken? Du bist entlassen, deine Stelle wird abgebaut, du wirst frühpensioniert, deine Abteilung wird wegrationalisiert, unser Arbeitsverhältnis wird beendet. Reicht dir das? Ich hätte noch mehr. Isma war schockiert. Sie war entsetzt. Sie war stinksauer. Wutentbrannt stürmte sie aus dem Thronsaal mit Kronk in ihrem Schlepptau. Kaum war Isma verschwunden, wurde der angekündigte Dorfsprecher hereingeführt. Der Mann hieß Patscher, war ein freundlicher und hilfsbereiter Bauer und lebte in einem kleinen Dorf, das auf einem Hügel mitten im Dschungel lag. Patscher liebte seine Familie und er liebte sein Dorf. Im Moment war er etwas nervös, weil der König nach ihm geschickt hatte. Euer Hoheit, ich bin da, weil ich diese Vorladung bekommen habe. Da ist er ja, mein Dorfspezialist. Cusco zeigte dem Dorfspezialisten ein Modell von Patschers Dorf. Patscher konnte sogar sein eigenes Haus erkennen. Natürlich in Miniaturausgabe. Mein Dorf? Oh ja. Bei dieser hübschen Hanglage hast du echt das große losgezogen, nicht wahr? Ja, meine Familie lebt auf diesem Hügel schon seit 6 Generationen. Aha. Tja, und wo gibt's deiner Meinung nach das meiste Sonnenlicht? Oh, das wäre dann auf der anderen Seite, gleich hinter diesen Bäumen hier. Wenn dann die Sonne genau auf diesen Hang fällt, hört man die Berge singen. Dann ist der Fall für mich erledigt. Wirklich? Ja, du hast mir sehr geholfen. Danke fürs Kommen. Das war's? Das ist alles, was Sie von mir wollten? Ach, ich dachte, ich hole mir lieber einen Insider-Tipp, bevor ich die Lage meines neuen Schwimmbads absegne. Ihr Schwimmbad? Schockiert beobachtete der arme Patscher, wie Cusco das Haus seiner Familie zerquetschte und stattdessen das Modell des königlichen Sommersitzes auf den Gipfel des Hügels setzte. Buja! Willkommen in Cuscotopia, dem ultimativen Sommersitz inklusive Wasserrutsche. Was? Ist das nicht geil? Es ist mein Geburtstagsgeschenk an mich selbst. Oh, ich bin noch nie so glücklich gewesen. Wo werden wir dann leben? Irgendwo, mir egal. Reicht das? Dieser König war wirklich rücksichtslos. Doch Isma war noch viel rücksichtsloser. In ihrem Labor überlegte sie gerade, wie sie, zusammen mit Kronk, den König töten könnte, um selbst Herrscherin des Königreichs zu werden. Wie soll ich es tun? Oh, ich hab's. Ich verwandle ihn in einen Floh. Einen winzig kleinen Floh. Dann kommt der Floh in eine Schachtel und die kommt in eine weitere Schachtel und die schicke ich dann an mich selbst. Ja, und wenn sie ankommt, mache ich sie platt mit einem Hammer. Es ist brillant, 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 verstehst du? Einfach genial. Triumphierend warf Isma ihre Arme in die Luft und stieß dabei eine Giftflasche um. Kronk beobachtete, wie einige Tropfen in eine Pflanze flossen, die sofort verwelkte und starb. Als Isma das sah, überdachte sie ihren Plan. Oder, um Porto zu sparen, werde ich ihn hiermit vergiften. Nimm es, Kronk. Oh, fühlst du die Macht? Oh, ich kann sie fühlen. Unser größter Triumph ist zum Greifen. Prost Mahlzeit! Sofort lud Isma den König zum Abendessen ein, während ihr Helfer den Gifttrank vorbereitete. Doch wie ich bereits sagte, war Kronk nicht gerade der Schlauste. Als Cusco erschien, konnte sich Kronk nicht daran erinnern, welcher der 3 Becher das tödliche Gift enthielt. Kronk, der König hat noch nichts zu trinken. Genau. Also reichte Kronk dem König irgendeinen Becher und flüsterte Isma zu. Vorsicht, Gift! Cusco trank. Gespannt beobachteten ihn die beiden. Zunächst geschah gar nichts. Hey, Kronk! Tu mir einen Gefallen, Kumpel. Frisch mich auf! Plötzlich wirkte das Gift. Aber nicht wie geplant. Der König war ein Lama. Noch hatte er seine Verwandlung nicht gemerkt. Auf den Kopf! Also schlug Kronk das Lama bewusstlos. Bring ihn vor die Stadt und gib ihm den Rest sofort! Ismas Helfer befolgte auch diesen Befehl.
Er steckte Cusco, das Lama, in einen Sack und schleppte ihn hinaus zum Fluss. Kronk wollte den Sack gerade ins Wasser werfen. Da erschien sein Engelchen. Willst du ihn einfach so sterben lassen? Jetzt tauchte sein Teufelchen auf. Hör nicht auf den Typen. Er will dich doch nur auf dem Pfad der Tugend führen. Aber auf meinem Pfad geht die Post ab. Während Engel und Teufel heftig miteinander stritten, überlegte Kronk, wie er sich entscheiden sollte. Oh Mann. Was tun? Was soll ich tun? Was mache ich mit dem König? Ohne Plan und Ziel schulterte Kronk den Sack und rannte einfach los. Plötzlich stolperte er über eine Katze. Kronk verlor den Sack. Und mit ihm die Last der Entscheidung. Denn der Sack flog weit durch die Luft. Kronk konnte ihn nicht mehr erreichen. Und jetzt kommt das Beste. Du erinnerst dich doch noch an Patscha, den freundlichen Bauern, den der König aus seinem Dorf vertreiben wollte. Tja, genau auf Patschas Karren landete nämlich der König als bewusstloses Lama. Und genau in das Haus, das er zerstören wollte, wurde er nun gebracht. Dort warteten Patschas Kinder, das Mädchen Chaka und der junge Tipo schon sehnsüchtig auf seine Rückkehr. Ihre Mutter Chicha erleichterte ihnen das Warten. Sie erlaubte ihnen, die Körpergröße am Türrahmen zu messen. Doch Tipo war mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Mama, ich bin schon wieder gewachsen. Wie groß bin ich jetzt? Also gut, Tipo, halt still und dann sehen wir es. Mama, wir wissen doch, dass es unmöglich ist, dass du in den letzten 5 Minuten schon wieder gewachsen bist. Oder nicht? Papa kommt! Ungeduldig bestürmten die Kinder ihren Vater, um ihm zu erzählen, was sie heute Aufregendes erlebt hatten. Ich habe heute einen Käfer gegessen. Oh, hat die Mama heute wieder gebacken? Ich habe nichts gesagt. Ach, wirklich? So, meine Lieben, macht mal Platz. Die werdende Mami ist jetzt dran. Papa, sieh nur, wie groß ich bin. Wir haben uns heute gemessen. Oh. Ich bin in einer Wachstumsphase. Ich bin so groß wie du, als du ich warst. Mhm. Du bist ein Riese. Das ist aber nicht so beeindruckend wie mein Wackelzahn, siehst du? Schon gut, genug, ihr zwei. Wir haben ausgemacht, dass ihr ins Bett geht, wenn Papa wieder da ist. Sagt jetzt gute Nacht. Papa, müssen wir ins Bett? Nein, ihr könnt aufbleiben und zugucken, wie wir beide hier rumschmusen und erzählen, wie lieb wir uns haben. Nicht wahr, Schatz? Gute Nacht. Die Kinder rannten in ihr Schlafzimmer, sodass Chicha ihren Mann endlich fragen konnte, warum der König ihn sehen wollte. Weißt du, er hat mich nicht empfangen. Nicht empfangen? Warum nicht? Patscha wollte seine Frau schonen. Ja, er ist der König, er ist sehr beschäftigt. Nein. Auch ein König hat höflich zu sein, das ist eine Frage des Anstands. Schatz. Also ich wäre da reinmarschiert und hätte darauf bestanden, dass er mich empfängt. Und das lächelnd umarmte Patscha seine Frau. Dann ging er nach draußen, den Karren entladen. Als Chicha ihn nicht mehr sehen konnte, ließ er traurig die Schultern hängen, denn er sorgte sich um seine Familie und sein Dorf. Hallo, ich bin's. Dauert nicht lang. Ich bin immer noch auf dem Wagen, wisst ihr noch? Cusco, den hätte ich wirklich beinahe vergessen, den König. Das Lama, den Lama-König, wie auch immer. Naja, in dieser Geschichte... Hier geht es um mich, nicht um ihn. Ja, schon gut. Jetzt lass mich die Geschichte so erzählen, wie ich es will. Also, Patscha entdeckte den Sack und er entdeckte dieses merkwürdige Lama, das gerade erwachte. Wo kommst du denn auf einmal her, Kleiner? Baby... Teufelslama, wo? Mein Kopf! Ruhig, Teufelslama. Langsam, beruhige dich. Ich werde dir nicht wehtun. Wovon redest du überhaupt? Moment mal, dich kenne ich doch. Du bist doch dieser jämmerliche Bauer. König Cusco. Ja. Oder siehst du hier irgendwo noch einen König? Aber wie... Sie, sehen nicht aus wie der König. Was soll das heißen, ich sehe nicht aus wie der König? Machen Sie mal so. Was wird denn das jetzt? Irgend so ein primitives Bauernspielchen oder... Ah, das gibt's nicht! Mein Gesicht! Mein hübsches, bezauberndes Gesicht! Schon gut, ich bin ein hässliches, stinkendes Lama! Also, Patscha wusste nun, dass der König vor ihm stand. Und Cusco wusste nun, dass er ein Lama war.
Beide wussten aber nicht, warum der König jetzt ein Lama war. Was ist passiert? Das würde ich auch gern wissen, okay? Ich weiß nichts mehr. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Doch, ich weiß was. Du warst bei mir. Und ich habe dir erzählt, dass ich mein Sommerhaus auf deinem Grundstück baue. Dann wurdest du sauer auf mich. Und dann hast du aus mir ein Lama gemacht. Nein, habe ich nicht. Doch, und dann hast du mich entführt. Warum sollte ich ein Lama entführen? Was weiß ich warum. Du bist hier der Profi-Gangster, nicht ich. Was? Du hast recht. So viel wollen wir dir gar nicht zutrauen. Okay, ich muss sofort zum Palast. Isma hat doch ihr sogenanntes Geheimlabor. Ich werde ihr einfach befehlen, mich ruckzuck zurückzuverwandeln. Hey, du, ich hab's eilig. Los geht's. Pacha bewegte sich keinen Millimeter. Ich lasse sie nicht gehen, bevor sie es sich nicht anders überlegen und ihren Sommersitz woanders hinstellen. Ich will dir was verraten. Komm her. Nein, näher. Ich verhandle nicht mit Bauern! Dann kann ich sie leider nicht zurückbringen. Schön. Mach, was du willst. Ich komme auch ohne dich zurecht. Schon verschwand der Lama-König im tiefen Dschungel. Darüber solltest du einen Moment nachdenken. Also, ein verwöhnter König, der noch nie etwas ohne Diener getan hatte, wanderte nun allein durch den wilden Dschungel. Und er wanderte auch noch auf 4 Lama-Beinen, was in dieser Gegend besonders gefährlich ist. Und er hatte keine Ahnung, wohin er eigentlich wanderte. Nun ja, für eine Weile ging alles gut. Er traf sogar ein nettes Eichhörnchen namens Bucky. Was willst du denn? Bucky schenkte Cusco eine Eichel. Für mich? Wahrscheinlich glaubst du, dass sich sogar ein eingebildeter König über diese Geste freute, aber... Hau ab, du nervst! An dieser Stelle will ich jedem Zuhörer einen kleinen Tipp geben. Sei nett zu kleinen Eichhörnchen, sonst könntest du in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Zum Beispiel ein Rudel hungriger Jaguare. Nein! Buggy beobachtete also, wie das Lama panisch davon galoppierte. Die Jaguare immer dicht auf seinen Fersen. Keine angenehme Situation. Sie war aber nicht so unangenehm wie die, in der sich Cusco bald darauf befand, nämlich am Rand hoher Klippen. Die Jaguare auf der einen Seite, ein tiefer Abgrund auf der anderen. Wirklich sehr unangenehm. Aber jetzt wirst du gleich feststellen, wie hilfsbereit Pacha war. Obwohl Cusco seine Hilfe gar nicht verdient hatte, schwang sich Pacha an einer Liane hängend mutig über die Jaguare hinweg. Keine Sorge, Hoheit, ich hab sie! Bei mir sind sie sicher! Bis die Liane, an der beide hingen, riss. Zusammen fielen sie in einen reißenden Fluss. Zugegeben, ich bin nicht gerade Experte für Rettungsmanöver. Aber dieses hier scheint mir nicht besonders gelungen. Für dich auch? Nein, keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Uns wird schon was einfallen. Das musste dann auch schnell geschehen. Oh. Lass mich raten. Gleich stürzen wir einen riesigen Wasserfall hinunter. Ja. Schließen uns die Felsen auf. Wahrscheinlich. Na dann los. Ja! Keine Angst. Die beiden schafften es. Irgendwie. Aber Schlimmes stand Cusco noch bevor. Der verwöhnte König musste sich neben dem Bauern zum Schlafen niederlegen. Pacha machte natürlich das Beste daraus und versuchte Cusco umzustimmen. Ich bin sicher, wenn Sie sich's nochmal überlegen, dann bauen Sie Ihr Haus auf einen anderen Hügel. Und warum sollte ich sowas tun? Weil Sie tief im Herzen wissen, dass Sie nur ihretwegen ein Dorf aus seiner Heimat vertreiben. Und ist das... schlecht? Ja, so herzlos ist doch keiner. Jetzt bring mich schon zurück. Was? Moment mal, wie können Sie so gemein sein? Sie interessieren sich nur für Ihr Sommerhaus, das Sie einzig und allein für sich bauen. Ja, klar, für mich. Das ganze Königreich hat's kapiert. Du bist anscheinend der Einzige, der hier nicht mitzieht. Hä? Pacha? Wissen Sie was? Irgendwann werden Sie ganz allein sein. Und daran sind Sie selber schuld. Ah, vielen Dank, ich nehm's zur Kenntnis. Und nun zum letzten Mal. Ich befehle dir, mich zum Palast zurückzubringen. Sieht so aus, als würden sie hier feststecken. Und wenn sie es sich nicht anders überlegen, bringe ich sie auch nicht zurück. In der Zwischenzeit hatte Isma überall im Palast verkündet, dass König Cusco tot sei.
Nach der Trauerfeierlichkeit kochte Kronk ein Festmahl für seine zufriedene Herrin. Kronk, Schätzchen, ich muss zugeben, als du die Giftflaschen durcheinander gebracht hast, hatte ich meine Zweifel. Aber jetzt, wo Kusko endlich tot ist, ist dir alles vergeben. Oh, ist der tot, Mann. Ich meine, viel toter wird er wohl nicht mehr werden als tot, nicht wahr? Es sei denn, natürlich, wir bringen ihn nochmal um. Tja, Kronk war vielleicht gar nicht so dumm. Er hatte die Weisheit zwar nicht mit Löffeln gegessen, aber er war klug genug, Isma nicht zu belügen. Kusko ist doch tot, oder? Sag mir, dass Kusko tot ist. Diese Worte will ich unbedingt hören. Müssen es genau diese Worte sein? Was? Er lebt noch? Naja, er ist nicht ganz so tot, wie wir gedacht haben. Krank? Ich dachte, du solltest im Bilde sein, für den Fall, dass Kusko wiederkommt. Er kann nicht wiederkommen. Ja, das wäre etwas ungünstig, vor allem nach der schönen Trauerrede. Findest du? Wenn Kusko redet, sind wir geliefert. Wir beide gehen ihn jetzt suchen. Und jetzt los! Wusste ja noch nicht einmal, dass Isma dies schon einmal probiert hatte. Er wusste nur, dass Pacha seinen Poncho über ihn gelegt hatte, um ihn in der Nacht warm zu halten. Kusko war seltsam gerührt. Morgen. Danke. Oh. Bitte, bitte. Du denkst bestimmt, Danke sagen sei nichts Besonderes. Aber ich verrate dir etwas. Kusko sagte es tatsächlich zum ersten Mal. Wirklich. Er hatte sich noch nie zuvor, noch nie in seinem ganzen Leben, jemals bedankt. Weißt du, als ich dachte, dass, wenn ich wieder nach Hause komme, dass wir... Ich meine, es gibt andere Hanglagen und vielleicht könnte ich mich, überreden lassen. Soll das heißen, Sie haben sich's anders überlegt? Oh, naja, also ich weiß nicht. Hoffentlich ist Ihnen auch klar, dass Sie damit jemandem eine Freude machen. Doch, ist klar, doch. Sehen Sie sich auch wirklich sicher? Ja. Pacha konnte es kaum glauben. Und Kusko erst recht nicht. Aber die beiden schüttelten Hand und Huf. Das Versprechen galt. Also zeigte Pacha ihm den Rückweg. Sie waren schon in der Nähe des Palastes, da passierte etwas Schreckliches. Beim Überqueren einer Holzbrücke brach eine Planke. Pacha stürzte durch die Brücke, klammerte sich an ein Seil und schaukelte nun in schwindelnder Höhe über einer tiefen Alligatorenschlucht. Kusko! Ja? Schnell, hilf mir hoch! Nein, lieber nicht, okay? Du willst mich hier hängen lassen? Eigentlich wollte ich dich lebenslänglich einsperren, aber das hier gefällt mir auch. Ich dachte, du hättest dich geändert. Jetzt hör auf. Ich musste doch irgendetwas sagen, damit du mich wieder in die Stadt bringst. Dann war das alles gelogen? Eigentlich schon. Nein, warte. Doch. War gelogen. Putzi! Ungerührt setzte er seinen Weg fort. Doch die Strafe folgte auf dem Fuß. Der Huf. Kusko stürzte und baumelte nun neben Pacha. Alles klar? Dir geht es gut? Ja, ich glaube, mir geht's gut. Das ist dafür, dass du dein Wort gebrochen hast. Kusko schlug zurück. Genauer gesagt, trat. Ja, und das ist dafür, dass du mich entführt und zu deinem Dorf geschleppt hast, das ich übrigens nach wie vor abreißen werde. Nicht zu nah. Wieso riskiere ich mein Leben für so einen aufgeblasenen Schnösel? Ich habe immer an das Gute der Menschen geglaubt, aber du hast mir diesen Glauben zerstört. Da riss das Verankerungsseil der Brücke. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir werden sterben. Das ist mein Ende. Wir werden nicht sterben. Beruhige dich. Ich habe eine Idee. Gib mir deinen Arm. Jetzt halfen sie sich gegenseitig. Rücken an Rücken schoben sie sich langsam die schmale Schlucht hinauf. Sie hatten es fast geschafft. Ein Glück, dass du kein dicker, fetter Kerl bist. Sonst wäre das ja alles richtig schwer. Pacha reckte und streckte sich, erreichte einen Zweig und wollte sich daran hochziehen. Da fielen Skorpione auf sie herab. Skorpione! Kusko! Kusko schaukelte wild hin und her, um den Skorpionen zu entkommen. Dadurch geriet sein Kopf in eine kleine Höhle und die war voller Fledermäuse. Die Panik verlieh Kusko ungeahnte Kräfte. Er riss seinen Kopf aus der Fledermaushöhle, schwang sich hoch in die Luft, ergriff Pacha und landete mit ihm auf einem Felsen über der Schlucht. Oh yeah! Boom!
Baby, ich bin so scharf. Ich habe dich ganz einfach aus der Luft geschnappt. Oh, ich bin ein bröckelnder alter Abhang und ich reiße dich in die Tiefe. Aber nicht mit mir. Aha, 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 aha. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Ich wusste es. Was? Dass auch in dir etwas Gutes steckt. Oh nein. Gib's zu. Nein. Doch, doch, doch. Nein, nein. Ich denke schon. Nein. Du hättest mich auch fallen lassen können. Ach, papalapap, so herzlos ist doch keiner. Mach dir keine falschen Hoffnungen. Sowas kommt bestimmt nur einmal vor. Ja, klar. Pacha lächelte. Dieser herzlose König war wohl doch nicht so herzlos, wie er erscheinen wollte. Isma dagegen blieb herzlos. Zusammen mit Kronk suchten sie noch immer den Lama-König, als sie Buggy das Eichhörnchen trafen. Redest du da mit einem Eichhörnchen? Du vergisst, dass ich Pfadfinder war. Ich musste doch alle Waldtiersprachen beherrschen. Kronk konnte tatsächlich mit Buggy sprechen. Warum ich? Warum ich? Warum? Weißt du, Isma, es dreht sich nicht immer nur um dich. Verdienen. Der Kleine hat eine schwere Zeit hinter sich. Er sagt, ein sprechendes Lama hätte ihn ganz schön fertig gemacht. Oh, ein sprechendes Lama? Was du nicht sagst. Er hat aber keine Lust, dir was zu sagen. Gut, dann frag du das Tier. Ich hasse es, in der Mitte zu stehen. Quicky, quick, quicker, quicken. Jaguare? Im Ernst? Brutal. Jetzt frag ihn endlich, wo das sprechende Lama ist! Quickity, quick, quicken. Zur gleichen Zeit machte Cusco den Vorschlag, bei Mudgas Fleischbude einzukehren. Denn nach ihrem Brückenabenteuer waren sie jetzt ziemlich hungrig. Und der direkte Weg zum Palast war versperrt. Also nahmen sie gut gelaunt Platz und wirkten fast wie Freunde. Ich geb's zu, das hier war eine gute Idee. Ich verrate dir mal was. Ich hab grundsätzlich gute Ideen. Du bist gut. Du bist doch derjenige, der allein in den Dschungel zieht, der von Jaguaren verfolgt wird, der mich anlügt, um in den Palast zurückzukommen. Das sind doch keine guten Ideen. Naja, bei deiner negativen Einstellung hört sich alles schrecklich an. Leider hatten die beiden nur eine kurze Verschnaufpause. Als Cusco in der Küche verschwand, um ein paar Takte mit dem Koch zu reden, belauschte Pacha das Gespräch zweier Fremder. Schon seit Stunden kreisen wir wie die Blöden umher. Also nie wieder lasse ich mir von einem Eichhörnchen den Weg beschreiben. Ah, wie konnte ich nur so dumm sein? Ich hätte Cusco selbst beseitigen sollen. Pacha konnte kaum glauben, was er da hörte. Schnell rannte er in die Küche, schnappte sich Cusco und zerrte ihn nach draußen. Dort erzählte er ihm, dass eine schreckliche Frau und ein eigenartiger Typ hinter Cusco her seien. Der Lama-König wusste sofort, wer die beiden waren. Das sind Isma und Kronk. Ich bin gerettet. Glaub mir, die sind nicht hier, um dich zu retten. Sie bringen mich wieder zum Palast. Danke für deine Hilfe. Du warst entzückend. Ab hier komme ich alleine klar. Nein, nein, du verstehst nicht. Die wollen dich umbringen. Umbringen? Ihre ganze Welt dreht sich um mich. Das lasse ich nicht zu. Was? Was? Oh, jetzt verstehe ich. Was? Du willst mich doch gar nicht zum Palast bringen. Du hast vor, mich hier draußen einfach verrecken zu lassen. Nein! Wie konnte ich nur so dumm sein? Fast wäre ich drauf reingefallen. Hör mir doch mal zu. Ich will dir... Nein, nein, jetzt hörst du mir zu. Du interessierst dich doch nur für dein dämliches, dummes Dörfchen. Was? Ich bin dir doch vollkommen egal. Also verschwinde endlich. Geh! Aber... Du bist ja immer noch hier. Geh! Schön! Cusco ließ Pacha einfach stehen und rannte zu Isma und Kronk. Die beiden hatten Mudgas bereits verlassen, um ihre Suche nach Cusco fortzusetzen. Der Lama-König hatte sie fast erreicht. Da hörte er Isma zu Kronk sagen... An diesem ganzen Schlamassel bist nur du schuld. Wieso ich? Hättest du die Giftfläche nicht durcheinander gebracht, wäre Cusco schon längst tot. Wir lassen uns durch nichts mehr aufhalten, bis wir dieses dämliche Lama gefunden und getötet haben. Ich habe mich ja entschuldigt. Endlich wusste Cusco, wer seine Feinde waren. Panisch floh er in den Dschungel auf der Suche nach dem einzigen Freund, den er je hatte. Pacha! Pacha! Hast du jetzt Mitleid mit ihm? Mir tut er ein bisschen leid. Obwohl ich weiß, dass er verwöhnt und eingebildet war, dass er immer nur an sich selbst dachte und... Lass mich endlich allein. Na gut. Ich denke, unser Lama-König hatte etwas gelernt. Er hatte gelernt, wie schön es ist, einen Freund zu haben. Und wie schrecklich, ihn zu verlieren. Und er hatte gelernt, etwas zu bedauern. Denn Cusco bedauerte nun die harten Worte, die Pacha vertrieben hatten. Traurig und ganz allein trabte er auf seinen Lama-Beinen durch den Dschungel. Da hörte er eine vertraute Stimme. Ich verlor den Boden unter meinen Füßen. Doch er schnappte mich, bevor ich fallen konnte.
könnt ihr das fassen? Es war Pacha. Er saß in einer Herde grasender Lamas und sprach zu ihnen. Ich muss verrückt gewesen sein, ihm den ganzen Weg hierher zu folgen. Und auch wenn er es immer wieder abstreitet, ich weiß, dass etwas Gutes in ihm steckt. Außerdem konnte ich ihn nicht ganz alleine hier zurücklassen. Er ist ein furchtbares Lama. Ich mein's ernst, ein richtiges Anfänger-Lama. Cusco war unsagbar glücklich, seinen Freund wiedergefunden zu haben. Tollpatschig umarmte er ihn mit seinen Hufen und versuchte sich sogar zu entschuldigen. Hör zu, Pacha. Weißt du, das, was ich vor dem Restaurant gesagt habe, ich wollte dich nicht wirklich... Nun? Hast du es satt, ein Lama zu sein? Ja! Jetzt war wieder alles gut. Gemeinsam wanderten die beiden nun zu Pachas Haus, denn sie brauchten Proviant für ihren Weg zurück zum Palast. Sie hatten das Dorf schon fast erreicht. Da trafen sie Nachbarn von Pacha, die ihnen erzählten, dass zwei Fremde in Pachas Haus warteten. Das waren bestimmt Isma und Kronk. Wenn du dich jetzt wunderst, wieso die beiden ausgerechnet dort Cusco suchten, dann musst du wissen, dass der langsam denkende Kronk auf einmal einen Gedanken hatte. Genauer gesagt eine Erinnerung. Und er erinnerte sich, dass es Pacha war, auf dessen Karren der Sack mit dem Lama gelandet war. Also mussten die beiden nur noch Pachas Dorf finden, um Cusco zu finden. Zum Glück war Pachas Frau Chicha ziemlich clever. Während sie der merkwürdigen Besucherin Tee servierte, fragte sie Isma aus. Wie war das nochmal? Wie sind Sie mit Pacha verwandt? Ich bin die Halbnichte seines Vetters, die mich brüderlicherseits zu seiner Großtante macht. Die Familie ist groß. Aha. Während die Frauen miteinander plauderten, spielte der kinderliebe Kronk ausgelassen mit Tipo und Chaka. 99 Affen laufen übers Feld. Einer läuft davon in die weite, weite Welt. Als Chicha allein in der Küche war, schlich Pacha zu ihr. Er erklärte seiner Frau, dass er versuchte, den König zu retten, dass Isma böse war und Kronk war. Chicha wollte ihrem Mann und dem König einen Vorsprung verschaffen. Deshalb informierte sie schnell ihre Kinder. Gemeinsam übergossen sie Isma mit Honig und Federn und rollten sie als großen Federball den Dorfhügel hinunter. Auf damit! Aua! Oh, da sind sie, Kronk! Sie laufen uns davon! Höflich verabschiedete sich Kronk von Chicha. Das hat ganz schön Spaß gemacht. Ich will aber nicht bis zum nächsten Familientreffen warten müssen, um euch wiederzusehen. Ich muss los. Also rannte Kronk hinter seiner rollenden Herrin her, befreite sie, nahm Isma auf seinen starken Rücken und spurtete hinter den Fliehenden her. Doch Pacha und Cusco hatten Glück. Sie erreichten den Palast vor Isma und Kronk. Sogleich eilten sie in Ismas Labor, wo sie verzweifelt die Flasche suchten, die Cusco wieder zurückverwandeln konnte. Wie sieht das Zeug aus? Keine Ahnung. Such einfach weiter. Da erschienen Isma und Kronk. Sucht ihr etwa das hier? Was? Ihr wart vor uns da? Kommen wir zur Sache. Na gut, zugegeben. Ich war nicht besonders höflich zu dir. Aber Isma, willst du mich wirklich umbringen? Wie soll ich es ausdrücken? Deine Stelle ist abgebaut. Dein Körper wird wegrationalisiert. Dein Lebensverhältnis wird endgültig beendet. Hey, er hat dir doch fast das Gleiche gesagt, als er dich gefeuert hat. Ja, Kronk, sowas heißt Ironie des Schicksals. Wie meine Abhängigkeit von dir. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Und das Beste kommt immer zum Schluss. Isma warf Kronk ein Messer zu. Oh, Entwarnung. Kronk, bring sie um. Hier könnte die Geschichte enden. Aber zum Glück zögerte Kronk. Sofort erschien sein kleiner Teufel. Bist du etwa kneifen, Kumpel? Bestürzt blickte Kronk sich um. Wo blieb nur sein Engel? Wo ist denn der andere? Entschuldigt bitte, habe ich was verpasst? Also Isma hat mir gerade dieses Messer zugeworfen und mich gebeten, die beiden umzubringen. Und dann ist der aufgekreuzt und wir mussten auf dich warten und um ehrlich zu sein... Kronk, warum dachte ich, dass du das kannst? Es ist nicht viel verlangt, aber ich rede hier mit einem Affen. Langsam. Einem wirklich extrem großen, dummen Affen namens Kronk. Aua. Und soll ich dir noch etwas sagen? Deine Spinattaschen habe ich nie gemocht. Niemals. Das reicht. Die ist jetzt fällig. Ausnahmsweise waren sich Teufel, Engel und Kronk einmal einig. Ein ungewöhnlicher, berauschender Moment. Sie bündelten ihre Energien und ließen einen Kronleuchter auf Isma herabsausen.
Leider war die Hexe sehr, sehr dünn. Unverletzt stand sie im inneren Ring des Kronleuchters. Armer Kronk. Sowas, das klappt sonst immer. Bevor Kronk etwas anderes ausprobieren konnte, betätigte Isma einen Hebel. Eine Falltür öffnete sich unter Kronks Füßen. Oh, das hätte ich ahnen müssen. Jetzt hieß es Isma gegen Pacha und Kusko. Schnell rief die Hexe die Palastwache. Tötet sie, sie haben den König ermordet! Nicht doch, halt! Ich bin's, König Kusko! Sie hören mir nicht zu! Wir müssen dich zurückverwandeln. Probier's mit diesem! Kusko trank. Er verwandelte sich in eine Schildkröte. Dann probierte er eine andere Flasche und wurde ein Vogel. Dann ein Wal und dann ein Lama. Ich bin wieder ein Lama! Moment. Die Palastwache warf die beiden einfach in einen reißenden Kanal, der sie zur Palastwache spülte, wo das Wasser viele hundert Meter in die Tiefe stürzte. Mit letzter Kraft klammerten sie sich an eine Mauerkante. Hilflos hingen sie in der Luft. Doch es kam noch schlimmer. Isma folgte ihnen. Da sind sie! Hinterher! Kusko und Pacha handelten blitzschnell. Rücken an Rücken schoben sie sich auf den Mauervorsprung. Dort holte Pacha die restlichen Flaschen hervor. Nur noch zwei übrig. Eins davon muss es sein. Plötzlich tauchte Isma über ihnen auf. Au! Sie schlug Pacha die Flaschen aus der Hand. Ein Zaubertrank zerbrach direkt neben Isma. Nein! Und verwandelte sie in eine Nutzerkatze. Die Isma-Katze sprang auf Kuskos Lama-Kopf und hieb ihre Krallen in. Nimm sie weg! Au! Au! Nimm sie runter! Pacha rutschte aus. Er hing nur noch an einer Hand. Hilflos sah er zu, wie Kusko endlich die Katze ergreifen und wegschleudern konnte. Isma stürzte in die Tiefe. Doch keine Angst. In dieser Geschichte sterben noch nicht einmal Hexenkatzen. Jedenfalls war die rettende Flasche nun zum Greifen nah. Sie drohte jedoch von dem kleinen Mauervorsprung hinabzurollen. Kusko wollte schnell die Flasche holen. Doch Pachas Kraft erlahmte. Ja! Kusko! Ich bin gleich da. Bleib, wo du bist. Kusko! Kusko! Es war zu spät. Nicht für Pacha, für Kusko. Anstatt die Flasche zu retten, rettete er seinen Freund. Denn Kusko hatte sich verändert. Dank Pacha war aus ihm ein ziemlich netter Kerl geworden, allerdings immer noch in Lama-Gestalt. Und so musste er wohl bleiben, denn die erlösende Flasche fiel in die Tiefe. Das Fläschchen! Doch dann geschah etwas sehr Unwahrscheinliches. Isma, die ja ebenfalls in die Tiefe sauste, landete nämlich auf einem Trampolin, das, wie das in Geschichten oft so ist, genau in diesem Augenblick angeliefert wurde. Jedenfalls landete Isma auf dem Trampolin und wurde so wieder nach oben geschleudert. So kam es, dass Isma auf ihrem Weg nach oben die Flasche auf ihrem Weg nach unten ergreifen und mit sich nehmen konnte. Gewonnen! Plötzlich krachte Isma gegen die Palastmauer. Sie verlor die Flasche, der Zaubertrank rollte davon hin zu Pacha und Kusko. Die beiden schauten sich verdutzt an. Pacha fand als erster die Sprache wieder. Das Fläschchen! Denkst du dasselbe wie ich? Schon robbte Pacha zur Flasche. Hier, das solltest du lieber trinken. Tja, also, wir sehen uns. Kusko war wieder ein Mensch. Jetzt wollte er ein besserer König sein und zum Wohle aller regieren. Also traf sich Kusko mit Pacha vor dem Modell seines Kuskotopia-Sommersitzes. Du hast mich also angelogen. Ach ja? Oh ja, du hast mir erzählt, wenn das Sonnenlicht genau auf diesen Hang fällt, hört man die Berge singen. Aber weißt du, ich habe mich durch diese ganzen Berge schleppen lassen und es wurde kein einziges Mal gesungen. Also kommt mein Sommerhaus auf einen Hügel, der ein bisschen mehr Zauber hat. Dankeschön. Dir kann man so leicht nichts vormachen, was? Ja, ich check alles, bin voll dabei. Sieht so aus, als würdest du mit deiner Familie für immer auf dem trällerfreien Hügel festsitzen. Weißt du, ich könnte schwören, dass ich auf dem Nachbarhügel Gesang gehört habe. Falls du Interesse hast. Und so baute Kusko ein kleines Sommerhaus auf dem Nachbarhügel. Jetzt konnte er Pacha jederzeit besuchen, was er auch häufig tat. Denn Kusko genoss die Liebe und Herzlichkeit von Pachas Familie und die Freundschaft seines Weggefährten.
Und noch einer fand sein Glück, Kronk. Er wurde Pfadfinderlehrer für die Kinder aus Pachas Dorf und sorgte für Isma die Katze. Seine ehemalige Herrin war von ihrem Katzenleben wohl nicht begeistert, aber Kronk war glücklich. Und sein Teufelchen hatte von nun an keine Chance mehr. Die Dynasten und Despoten entpuppen sich oft als Idioten. Diese Welt hat was viel Besseres verdient. Diese modrigen Monarchen, diese peniblen Patriarchen, seien wir ehrlich, solche Typen sind verschrien. Kennt ihr unseren Favorit? Echt, dieser König ist der Hit und der Stolz der ganzen Aristokratie. Die Legende dieses Landes, die so beliebt und so bekannt ist, ist ein südamerikanisches Genie. Wer ist cool und unwiderstehlich? Wessen Untertanen sind selig? Wer versetzt die heile Welt in Hysterie? Alles dreht sich nur um ihn und unser zwingend ist ihn. Denn diese heile Welt, sie steht und fällt mit. Wie heißt er? Cusco!